So langsam werden jetzt alle wieder hier eintrudeln für das voluminöse Finale, ohne jetzt zu viel zu versprechen. Wir haben es fast geschafft für dieses Jahr, für die Tools for Agile Teams 2022. Wir nutzen jetzt die Gelegenheit, nochmal kurz für Eigenwerbung, und zwar für unseren YouTube-Channel. Ich habe heute nochmal kurz gecheckt, wir haben seit heute über 5000 Abonnenten auf unserem deutschen, nur auf unserem deutschen YouTube-Kanal. Und vielleicht, wenn das jetzt einige noch hören im Stream oder hier vor Ort, nutzt ihr nochmal die Gelegenheit, uns auf YouTube zu folgen, damit ihr sofort alle hochgeladenen Sessions bekommt. Bekommt ihr eine Benachrichtigung und dann könnt ihr die sofort konsumieren, sobald es hochgeladen ist. Noch eine Bitte. Wir haben einen Link, vielleicht können wir den mal kurz einblenden. cybert.biz/t4at-feedback-2022. Vielleicht so. Hier, so. So hier so, unten? Hier. Ah, da ist er. Da ist er. Dankeschön. Bitte bewertet die Tools for Agile Teams, bewertet die einzelnen Vorträge. Das ist super hilfreich für uns fürs nächste Jahr. Wir wollen jedes Jahr besser werden. Wir wollen euch eine coole Plattform bieten, eine coole Veranstaltung. Und freuen uns natürlich, wenn ihr uns da Feedback dalasst. Ja, dann Franzi, wie geht's jetzt weiter? Genau, wir bitten jetzt alle Track-Chairs auf die Bühne. Das heißt, alle Personen, die in irgendeinem Track den ganzen Tag gesessen haben und so ein bisschen dort moderiert haben. Ihr könnt gerne alle Track-Chairs, die jetzt schon da sind, ihr könnt gerne schon auf die Bühne kommen. Alle, die noch kommen, kommen einfach Step-by-Step hoch, verteilt euch hier ein bisschen. Wir fragen euch jetzt gleich ein bisschen was. Ja, hier ist noch jemand. Da ist der Jan. Ich wollte mich jetzt nicht vor den Jan stellen. Bisschen unhöflich. Ja. Hier ist noch ein Jan. Noch ein Jan. Noch ein Jan. Drei Jans, ja. Oje. Wir haben bei Cybert Media auch so ein Jan-Problem. Wir haben zu viele Jans. Nee. So war das nicht gemeint. Sind wir schon alle Trackchairs? Nee, es fehlen noch jemand, oder? Ja, der Flo, genau. Ansonsten sind tatsächlich schon relativ viele hier. Was wir jetzt von euch wissen würden, und ich fange an, weil ich dachte, ihr braucht alle noch einen Moment, aber ihr seid ja schon alle da. Was war so das coolste Takeaway aus eurem Track? Vielleicht von heute, vielleicht von den letzten zwei Tagen. Und bei mir ist es, wie die Kulturlounge schon sagt, dass es sich sehr, sehr viel um Kultur und um den Mensch an sich gedreht hat. Also, dass immer der Mensch im Mittelpunkt stand bei diversen Transformationen, egal ob digital, egal ob Rollenwechsel, egal ob in die Agilität. Es war immer wichtig, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und was ich besonders cool fand auch, dass wir heute einen kleinen Frauenüberschuss hier auf der Bühne hatten. Also ich habe mehr Frauen interviewt als Männer. Ja, seht ihr das Problem? Sieht man gerade ganz gut. Dann noch eine kleine Eigenwerbung zu. Nächstes Jahr im März am 16.03. findet unsere zweite Women in Tech Night statt. Falls ihr da mitmachen wollt auf der Bühne. Falls ihr da mitmachen wollt, entweder als Speakerin oder als Gästin, dann meldet euch gerne an. womenintechnight.net und dann könnt ihr auch einen Talk einreichen oder eine Session. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid. So viel zu mir. Das Mikro ist hier bei der Clara. Du darfst das. Wer möchte denn? Wen soll ich denn? Ah, vielleicht fängt der Jan an, der direkt hier neben mir am Bildschirm steht. Jan, was ja, war denn das? Ihr mich? Ja. Ja, sehr gut. Also mein Key Takeaway war, hybride Konferenz ist tatsächlich möglich. Und agiles Produktmanagement ist auch 2022 noch ein wichtiges Unterfangen. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte, trotz meines spontanen Erkältungsausfalls. Das habt ihr tatsächlich toll mich eingebunden. Ich habe mit dem Daniel eine schöne Kooperation gemacht und wir haben uns remote und vor Ort sehr gut ergänzt. Wir hatten ein buntes Programm wieder dabei. Wir haben in der zweiten Iteration des agilen Produktmanagement-Tracks wieder mal alte Bekannte gesehen, wie die Produktwerker. Wir hatten eine tolle Mischung über Discovery und Delivery bei der Spiel Digital hin zu Verkaufspsychologie für Produkte oder auch offene Innovationsprozesse. Und es war wieder mal ein super, super spannender oder ein super spannender Austausch über die letzten zwei Tage. Und ich kann mich nochmal ganz, ganz herzlich bei Daniel bedanken, der das hier
wirklich, wirklich toll mit mir zusammen gemacht hat. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, das war's von mir. Ja, Jan, danke auch an dich, dass du spontan hier unser fahrender Bildschirm bist und remote noch eingesprungen bist. Genau, jetzt darfst du das Mikro weitergeben. Willst du vielleicht auch noch ein bisschen was sagen? Ja, ist jetzt natürlich in anderen Tracks gegenüber ein bisschen unfair, weil wir hier im Prinzip für den Produktmanagement-Track zu zweit auf der Bühne stehen oder zumindest auf der Bühne zu sehen sind. Ich kann mich dem Jan eigentlich da komplett nur anschließen. Also genau das, was er gesagt hat, im Prinzip plus eins, das war eine mega coole Erfahrung. Und ich fand es auch sehr, sehr schön, dass wir diesen hybriden Geist so gut einfangen konnten in unserem Track. Zum einen, weil wir natürlich mit dem Jan einen Remote-Track-Chair auch mit dabei hatten, was natürlich da eine gewisse Sensibilisierung nochmal reingebracht hat. Zum anderen aber auch, weil wir wirklich sehr, sehr viel Feedback, sehr, sehr viele Fragen aus der Venueless-Community bekommen haben. Und würde jetzt einfach mal unterstellen, dass wir das ganz gut abgebildet haben. Zumindest war es für mich auch vor Ort eine sehr, sehr coole Erfahrung. Und ich glaube, das würden alle bestätigen, die bei den Vorträgen in unserem Track dabei waren. Ja, zum Thema Hybrid kann ich mich meinen Vorrednern nur anschließen. Die Erfahrung war super. Thema ITSM war mehr Anklang, als ich gedacht habe oder als ich erwartet habe. Vielen Dank dafür und auch die rege Beteiligung irgendwie über Venueless. Es hat super viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch bei den Jungs und Mädels von der Technik. Wir waren immer irgendwie gut versorgt, hatte ich das Gefühl, als Trackchair. Und ja, es hat viel Spaß gemacht und ich freue mich auf nächstes Jahr. Der Jo und ich stehen da für Agile Teamwork. Du sagst bestimmt gleich was zum Track an sich. Das Hybrid-Ding, ne? Haben wir ja jetzt alle irgendwie 2-3 Jahre hinter uns. Und spannend an der Stelle, du stehst vor einem Raum mit 3 Leuten, aber da ist so ein virtueller Raum mit, wie wir dann gesehen haben, 300, 400 Leuten. Weird. Weil von dem hat man nicht so viel direkt mitgekriegt, sondern dann über den Chat. Also das war eine sehr interessante Erfahrung. Inhaltlich wieder super spannend. Im Endeffekt, worum geht's bei dem Kram, den wir hier alle machen? Wahrscheinlich alle, die Konferenz irgendwie besuchen. Um die Menschen, die irgendwie in Teams arbeiten, ja. Und das wurde bei unserem Track wieder sehr, sehr deutlich mit der Methodik. Wir hatten theoretische Anteile mit OKRs, wir hatten sehr praktische Anteile, wir hatten es um Konflikt in Teams, wir hatten einen Design Thinking Ansatz. Also es waren sehr, sehr viele spannende Sachen dabei. So Klassiker wie Retrospektiven, funktioniert irgendwie auch nach 11 Jahren noch, ja, habt ihr wahrscheinlich am Anfang schon gehabt. Von daher sind wir, glaube ich, sehr, sehr happy. Ja, genau. Kann ich plus eins sagen. Du hast eigentlich schon alles gesagt. Als es noch keine Tracks gab, da gab es nur Teamwork. Da haben wir nur über Teams gesprochen. Deswegen, daher kommt ja auch der Name, ne? Tools for Agile Teams. Und ich kann nur sagen, es ist heute weiterhin relevant. Und wir haben ja auch den Battle für den besten Track, was wir so intern immer haben, wir, glaube ich, gewonnen. Ne? So, danke für eure Teilnahme. Ja, ich spreche hier für Agile Leadership und bei mir stellt sich so ein Phänomen ein. Übers Jahr denke ich immer so, ja, so agile Führung, hast du jetzt so ein bisschen was verstanden? Dann komme ich zu Tools for Agile Teams und merke so, ey, das ist echt vielfältig, da ist echt viel los. Ich denke, was wir wieder gut in dem Track gepackt haben, ist eine Plattform zu bilden von der Praxis für die Praxis. Also wir haben was über Kanban in der Schlosserei gehört, wir haben was gehört, wie man Scrum als Framework für Organisationsentwicklung sehen will. Also ich gehe wieder mit so einem Kopf hier raus und freue mich riesig auf nächstes Jahr. Und Orga top, Hybrid top, echt wunderbar. Also sehr angenehm hier zu sein. Ja, dann zu guter Letzt noch der Scaling Agile Track. Wir waren ganz stolz, dass wir dieses Jahr ziemlich einen Fokus sogar hatten, dadurch, dass Dean Leffingwell mit seinem Safe-Beitrag dann natürlich so ein bisschen das eröffnet hat und wir wieder feststellen durften, wie umfangreich und abwechslungsreich eben agile Transformationen sind, weil die halt eben ja unter Umständen sehr, sehr groß sind, wie wir zum Beispiel über Vodafone gelernt haben. Wir hatten viele eher theoretische Beiträge, haben uns über Frameworks unterhalten und wie man die überwinden kann oder auch nicht. Wir hatten am Anfang so ein bisschen Turbulenzen bezüglich der Technik, also Hybrid, wir haben das abgekriegt. Das also hat auch mal was nicht geklappt, aber wir haben es auch wieder dank der Technikengel schon jetzt super gelöst, dass wir das halt eben den ersten Talk nachliefern werden nochmal. Und wir sind da also ganz happy, dass wir, glaube ich, alle sehr, sehr viel gelernt haben. Ich war überrascht über viel Interaktion und
dass wir halt eben wirklich dieses abwechslungsreiche Thema, ach, da kommt noch einer, guck, dass das abwechslungsreiche Thema tatsächlich auch inhaltlich für uns dann auch sehr abwechslungsreich war. Dadurch, dass wir auch immer ein bisschen abwechseln mussten, was zum Beispiel die Trackchairs angeht. Vielen Dank, Yvonne, dass du sehr spontan eingesprungen bist für Felix, der dann heute zum Glück da war. Und dann auch nochmal vielen Dank an alle Speaker und für alle Helfer. Und ja, im Zweifelsfall bis nächstes Jahr. Paul. Wie ihr wisst, kommt ja nach dem letzten Track der allerletzte Track. Und das war der Modern Workplace Track. Ich habe eigentlich gedacht, dass der Flo hier oben steht. Aber so kann man sich manchmal täuschen. Und insofern, ja, sage ich nochmal zwei, drei Worte zu unserem Track. Wir haben auch ganz vielfältige Themen dabei gehabt. Wir haben einmal über Visualisierungen gesprochen. Wir haben über Intranet-Systeme gesprochen. Wir haben aber auch über Arbeitsgestaltung gesprochen. Also einmal der Arbeitsumgebung, aber auch, wie man sich zeitlich die Arbeitstage so einteilen kann, dass eben wieder mehr Raum für Produktivität auch geschaffen wird. Und haben in diesem Track einen sehr, sehr schönen bunten Austausch gehabt. Ich glaube, wir haben auch die höchste ModeratorInnenanzahl gehabt. Wir waren nämlich vier Leute, die so ein bisschen durchrotiert haben über die zwei Tage und haben auch in unserem Track sehr viel Spaß gehabt. Vielen Dank für die Teilnahme. Nicht ausmachen. Auch von uns nochmal Dankeschön, dass ihr alle dabei wart. Danke für die Moderation. Ja, du darfst ja, ja. Dir gehen. Ihr dürft alle gerne wieder die Bühne verlassen. Danke für euer Engagement. Genau, ich gehe wahrscheinlich jetzt auch schon runter. Du kannst auch gehen, ja. Ich gehe auch.